Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir Robert verfolgt, gekillt und dann sie hier getroffen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Firefly-Stützpunkt. So. Weiter. Ich habe gerade wieder ganz lange Collectibles angeguckt, weil uns fehlt in dem Kapitel nur noch eins. Deswegen habe ich schon mal fürs nächste Kapitel aufgeschrieben. Hey, hältst du das noch durch? Das geht. Weil ich euch ja gern zeigen will, wo die alle sind. Aber hier, an so einen Orten gucke ich mich dann halt trotzdem gern noch selbst immer um. Also ohne jetzt hier Collectibles, sondern einfach für Muni und so. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Warum vibriert denn die Kamera heute so? Bei der ersten Aufnahmesession nicht so. Heute vibriert sie irgendwie so. Wir müssen zu dieser Tür. Ja. Okay, rumschleichen. Der geht jetzt die Treppe hoch, was natürlich nicht so geil ist. Also nicht so geil, weil er damit eine Gefahr darstellt, nicht mehr allein ist. Hätte ich fast wieder die falsche Taste gedrückt. Ganz leise. Also wirklich ganz, ganz leise. Okay, vorsichtig. Leise, vorsichtig. Ja, ich glaube, ich habe es langsam verstanden, Beach. Oh, Tess. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, dass ich das hier bei meinem ersten Playthrough damals nicht gestealthed habe. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich erinnere mich nicht mehr so richtig ganz. Aber ich glaube, das habe ich nicht gestürft. Oha, jetzt sind hier wieder zwei. Drei. Wie soll ich das denn jetzt machen? Achso, ich habe eine Idee. Ich warte, bis der da hinten wieder weg ist. Dann müsste jetzt der wieder loslaufen gleich. Ich hätte es einfach jetzt machen sollen. Ja, wäre genug Zeit gewesen. Hast du das gehört? Sehen wir mal nach. What the f... Wow. Diese KI ist die beste. Immerhin fast geschafft. Warum auch immer der das jetzt wieder gehört hat, aber... Na, was soll's. Vielleicht hätte ich die gar nicht killen sollen, sondern wirklich einfach nur drumherum schleichen sollen. Ich glaube, das wäre sogar einfacher gewesen, wenn ich darum hier in die Deckung gegangen wäre, dann, wenn wieder sicher wäre, einmal hierhin gewartet hätte, bis der oben ist und dann hier runter. Tatsache. Drumherum zu schleichen wäre echt viel einfacher gewesen. Ja. Dafür fliegt die Lasche jetzt ins Wasser. Oder auch nicht. Das war ein bisschen, ja, Invisible One. Sorry, dass gerade mein Headset runtergefallen. Wo gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay. Okay.
An den. Es gibt so ein paar Stellen zwischendurch, in die erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Upp. Wir sind jetzt auch gleich da. Was wird hier gelagert? Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Okay. Hier ist nichts mehr. Ich kann mal Lampe auf. Nee, ist doch ein bisschen dunkel noch. Lassen wir das Licht mal für YouTube an. Ich würde zwar was sehen, aber ohne das Video hinterher extra heller machen zu müssen, würde ich das. Wäre es, glaube ich, dunkel hier. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Hi, und du so? Okay, hier haben wir jetzt das letzte Collectible dieses Kapitels. Ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Ich bin der Boss? Cool. Auf die jetzt einfach schießen könnte? Ich glaube nicht. Aber wäre eigentlich voll lustig. Okay, ich merke mir, wenn ich das nächste Mal jemanden ballere, stehen bleiben und in die Hocke gehen. Aber seht ihr das trotzdem? Der bewegt sich trotzdem so übelst in dem U. Wenn ich stehe, ist ein größeres U. Und wenn ich mich bewege, ist es ein noch größeres und schnelleres U. Oh Mann. Okay, wo muss ich lang? Hier? Hier runter. Ah ja. So viel dazu. Also ja, hier runter. Kater ist wieder da. Los, mach ihn. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Okay. Ja, wäre nicht so cool, wie wir entdeckt werden. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz hier geguckt, wie es ausschaut mit den Collectibles. Aber alles noch safe. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Vermutlich hier. Mit so Schieben ist einfacher als Ziehen. Deswegen
Ach so. Stimmt, das ist ja die Schiebsteuerung wie in Tomb Raider Legend Anniversary Underworld. Okay. Nee, von hier aus nicht. Sondern von hier aus. Haha. So, kommst du auch hoch oder brauchst du Hilfe? Ach, ist mir doch egal, ob du Hilfe brauchst. Okay, braucht sie Hilfe? Ja. Respekt, Ellie. Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Dann wäre das ja auch geklärt. Schönes Gespräch. Ich habe so eine Lampe da oben übrigens, glaube ich, lange nicht in Real Life gesehen. Wollte ich nur nochmal so sagen. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Autsch. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Mann, das Gespräch wäre doch so toll gewesen. Erstmal kurz die optionale Konversation. Uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Testliste. Können wir auch nochmal lesen. Hier ist ein bisschen was, ne? So. Na los. Stuff. Dip, 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 dip. Ist ein bisschen was. Okay. Gut, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Das waren jetzt die ersten beiden. Das nächste kommt erst. Alles klar. Dann gehen wir durch die Wand. jetzt wieder ein bisschen dunkler. Strom. Sollen wir den Strom anmachen? Na gut. Brumm, brumm, brumm. Hey, brumm, brumm. Okay, lassen wir das. Wer war
wartet am Treffpunkt. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Ja, sicher. Fick dich doch. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Hey, das ist sogar eigentlich vermutlich für uns nicht wichtig. Komm, wir packen sie einfach in eine Kiste und tun so, als würden wir Cornflakes transportieren. Hallo? Ah, Herr der Leiter. Was, wer soll das machen? Ich? Du? Wer? Ja, ich. Aber ich kann die Leiter nicht benutzen. Ah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Wäre lustig gewesen, wenn da jetzt einfach ein Soldat drauf gestanden hätte. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können. Kommt hoch. Aber ich glaube, jetzt kommt ein richtig mega nerviger Teil. Sei vorsichtig. So, das Licht machen wir lieber gleich mal aus, wenn wir hier jetzt rumschleichen müssen. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, das bist du. Ah, das heißt noch nicht, dass es geschafft ist, Bitch. Du kleines Nitschi-Bitschi-Bitch. Komm ich hier rechts durch? Nee, ne? Das wäre cool gewesen. Okay, hoch. Hier geht's lang. Ich würde mich irgendwie richtig freuen, wenn es draußen jetzt gerade regnen würde bei mir. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich finde das voll gemütlich. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Mir nach. Schnell. Hättet ihr nicht wenigstens noch die besseren Pistolen von denen mitnehmen können? Oder generell die Pistolen von denen. Hey, Joel ist Linkshänder. Ach nee, doch nicht. Lauf. Los, los! Bleib von dem Licht weg. Ja, haha, du hast gesagt, jetzt lauf, ich bin gelaufen und das war scheiße.
Ich höre nie wieder auf dich, du Hure. Du Hure. Ellie, wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Verdammt, wir sind überall. Ja, es ist halt nicht immer alles so geil. Verdammt, da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann mal um uns sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen? Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joe. Irgendwas? Davon? So weit, so gut. Ja, der KI ist das ja egal. Die können ja gesehen werden wie nix. Froh, dass ich sie durchgeschafft habe. Ich glaube, auch das habe ich letztes Mal nicht geschafft. Es ist so dunkel. Ich hoffe, ihr seht in dem Video wirklich überhaupt was. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ach, der Blitz, danke. Der hat mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ich kann welche hören. Moment. Mist, runter. Los, los. Muss ich hier hoch? Scheiß drauf, die Klicker erwischen sie. Na, ganz toll. Dankeschön dafür. Aber ich versteh's. Ich will vorher noch ganz kurz gucken, ist hier noch irgendwas? Ja, eine Schublade. Vielleicht könnte zumindest noch Teilchen oder Munition. Teilchen. Ja, komm, wir finden ein paar Atome. Nee, wir haben Duct Tape gefunden. Oder halt Klebeband, wie auch immer. So, Collectibles sagen gleich. Gar nicht laut. Ah ne, das hier ist die Stelle, die ich nicht geschafft hatte damals. Also nicht stealthig. Und wie man vielleicht sieht, hier sind ein paar Soldaten unterwegs. Wie sollen die da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Redet auf. Viele Tests. Da sind mehr Lichter. Mist! Okay. Hier durch. Na los! Hey, ich bin ganz schön weit gekommen jetzt gerade. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Ich weiß nicht, ob das hier ein richtiger Weg ist. Ich habe wirklich gar keine Ahnung gerade, aber es sieht auf jeden Fall aus nach... Also es sieht halt aus, als wäre es mal was. Hier müssten wir durchpassen. Oh. Feuerlöscher. Ich wünschte, da wäre jetzt ein Medipack und ein Erste-Hilfe-Kit halt drin gewesen, aber nee. Das ist so heftig dunkel. Mist, noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und zur Elfte nicht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Ja. Bleib im Dunkeln. Bleib im Dunkeln. Erstmal Taschenlampe anmachen. Okay. Oh. Gut. Ich glaube, den Teil haben wir damit geschafft. Das bedeutet auch, dass ich den Part jetzt bald mal beenden könnte. Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Hab schon, hab schon. Na klar, Boss. Hier hinten vielleicht noch ein Schließfächern. Ja, noch eine Schere und Pistolenmuni. Wunderbar. Beziehungsweise sind es ja keine Schere, sondern quasi spitze Materialien. Wo muss ich denn jetzt lang? Hä?
Es ist so dunkel, wenn ich die ganze Zeit nur sehe, also nur diesen Kreis sehe, beziehungsweise was in diesem Kreis ist, werde ich wahnsinnig. Ach, hier muss ich lang, okay. Des, hier lang, durch das Rohr. Oder kommt jetzt erst die Stelle, die so schwer war? Bleib dich dran, Ellie. Okay. Ich glaube, ich war da schon. Ich weiß nicht, ob ich durch sowas hier wirklich freiwillig durchkriechen würde. Vor allem hier jetzt nicht mehr. Warte. Gut. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter. Ja, das Wort weiter höre ich gern. Nicht mehr hier bleiben ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht, Tess. Was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Sind deine Sachen nicht etwas durchnässt, Joel? Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ja. Sehe ich gerade 27 Minuten? Boah. Dann wäre es vielleicht besser, wenn ich hier nochmal einen Cut mache. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss.